dem klassischen Design verpflichtet. Innovativ, modern, streitbar, alles das kann man über Nomos sagen, mit einigem Recht. Warum? Bleib einfach dran, ich erzähl's dir in dem Video. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Das ist der zweite Teil zu meiner Glashütte-Serie. Das Übersichtsvideo habe ich dir ja schon gezeigt. Hier oben verlinke ich dir das. Heute geht es um Nomos, eine, wie ich finde, ausgesprochen interessante Marke. Der komplette Name ist Nomos Glashütte in Sachsen, Roland Schwertner KG. Und damit ist doch schon mal klar, wer Nomos gegründet hat, nämlich Roland Schwertner. Aber er ist heute nicht mehr der Geschäftsführer. Geschäftsführer ist heute Uwe Arendt. Gegründet wurde Nomos 1990 und ist gemäß der eigenen Webseite, der eigenen Aussage, die ich nicht überprüfen konnte, heute der größte deutsche Uhrenhersteller nach Stückzahlen. Das hat mich ziemlich überrascht, insbesondere auch, da Nomos ja auch zum Teil recht knackige Preise aufruft. Da war ich ehrlich gesagt der Meinung, dass andere Hersteller größere Stückzahlen produzieren, aber nach eigener Aussage ist das Nomos. Nomos sitzt wie die Glashütter Uhrenmarken als Uhrenmarke selber natürlich in Glashütte, beschäftigt in Glashütte und dem Gebiet der Glashütte-Verordnung 260 Mitarbeiter und darüber hinaus noch weitere 300, vornehmlich an den Standorten New York und in einem erheblichen Umfang auch Berlin. Nomos ist, das sagte ich im Eingangsstatement bereits, dem klassischen Design verpflichtet. Das werden wir nachher, wenn wir ins Portfolio gucken, auch sehen. Doch einiges, was man schon mal gesehen hat, Nomos vielleicht ein bisschen aufgefrischt hat, aber durchaus als klassisches Bauhaus-Design bezeichnet werden kann. Nomos ist aber auch innovativ. Nomos hat einige neue, frische Designs entwickelt, hat eigene Werke entwickelt, hat eine eigene Hemmung entwickelt, was Nomos das Swing-System nennt und auch ansonsten wirklich nicht stehen geblieben, sondern permanent weiterentwickelt, neue Ideen eingebracht. Das finde ich sehr gut. Nomos ist auch modern, denn viele der neuen Designs sind sehr frisch, haben Farbe oder aber die Nomos DNA zu verleugnen. Auch das gefällt mir eigentlich recht gut. Und Nomos ist streitbar. Ich möchte jetzt nicht auf einzelne Fälle eingehen, aber Nomos war in mehr als einen Rechtsstreit mit anderen Uhrenmarken verwickelt. Für mich persönlich ist der Name Nomos durchaus auch mit gerichtlichen Auseinandersetzungen verbunden, und zwar stärker als bei anderen Marken. Das ist vielleicht meine Wahrnehmung, das ist vielleicht aber auch der Tatsache geschuldet, dass sie schlicht und ergreifend mehr Rechtsstreite hatten. Ja, Nomos hat insgesamt 13 Modelle, auf die ich später noch eingehen möchte. Nomos hat aber auch, und das finde ich sehr schön, das Stammbuchprinzip. Das heißt, wer möchte, kann jede seiner Uhren in das Stammbuch bei Nomos eintragen lassen. Und dort wird dann auch die komplette Historie der Uhr dokumentiert. Von dem Verkauf begonnen, wenn man den Verkauf bereits eintragen lässt, über eventuelle Garantiefalle, Reparaturen, über die Servicedienste, die erbracht werden, über Revisionen, gegebenenfalls auch Verkauf. Also die komplette Geschichte der Uhr kann man bei Nomos dokumentieren lassen, und zwar über den gesamten Lebenszyklus der Uhr hinweg. Ich persönlich finde sowas immer charmant. Ob ich das bräuchte, weiß ich nicht. Aber dass es die Möglichkeit gibt, das finde ich klasse. Insbesondere auch, wenn man eine Uhr als ein Objekt kauft und betrachtet, was vielleicht verschiedene Generationen überdauert, in der Familie weitergegeben werden könnte. Unter solchen Aspekten ist natürlich ein Stammbuchauszug und die komplette Historie der Uhr ein ganz, ganz charmantes Feature, was Nomos hier bietet. Nomos macht auch sehr viel Handarbeit. Zum einen ist das gefordert durch die Glashütte-Verordnung.
Dazu habe ich schon mal einen Podcast gemacht, beziehungsweise auch in meinem Einführungsvideo bin ich da ausführlich drauf eingegangen. Das Einführungsvideo verlinke ich euch nochmal hier oben in der Ecke. Dann könnt ihr nochmal nachhören und in dem Fall sogar nachlesen, was die Glashütte-Verordnung im Einzelnen beinhaltet. Jede Uhr von Nomos wird in 6 Lagen reguliert und das finde ich wirklich beachtenswert. Ich kenne das von anderen Herstellern, die deutlich kleinere Stückzahlen produzieren. Wenn Nomos aber wirklich der nach Stückzahlen größte Hersteller Deutschlands ist und jede einzelne Uhr einreguliert, dann ist das wirklich sehr beachtenswert. Eine Anmerkung noch von mir, weil ihr wisst ja, mir sind Uhren immer sehr sympathisch, die 10 Bar oder 100 Meter Wasserdichtigkeit haben. Nomos sagt über seine eigenen Uhren ganz klar, mit den Uhren, die 5 Bar wasserdicht sind, kann man duschen gehen. Das finde ich gut, weil oft wird das unterschiedlich interpretiert, auch von unterschiedlichen Herstellern unterschiedlich interpretiert. Nomos sagt ganz klar, 5 Bar sind bei uns zum Duschen geeignet. Nomos hat insgesamt 13 Produktlinien. Und innerhalb der 13 Produktlinien sehr viele verschiedene Uhren. Deswegen gebe ich nur einen kurzen Überblick über die Produktlinien, wobei ich die Linie für Damenuhren ausklammere. In der alphabetischen Reihenfolge fangen wir an mit der Ahoy. Eine sehr moderne, eine frische Uhr, die preislich zwischen, soweit ich das absehen konnte, 2.700 und 3.600 Euro liegt, ist bis 20 ATM wasserdicht, was ich sehr schön finde. Und ich finde, sie schlägt eine Brücke zwischen dem klassischen Bauhaus-Design und einer sportlichen Freizeituhr. Auch der Kronenschutz ist ein neues Element, was man bei Bauhaus-Uhren so nicht unbedingt kennt. Aber die Ahoy zeigt schon eine Sache, die mir bei ganz vielen Nomos-Uhren aufgefallen sind. Bei einem relativ kleinen Durchmesser von 40,3 oder 40,5 und einer Bauhöhe von 10,5 hat sie trotzdem eine Lag-to-Lag, eine Horn-zu-Horn-Länge von 51 mm. Und wenn man sich die Bilder anguckt, bei dieser Uhr und auch bei anderen Uhren, die ich zeige, kann man erkennen, dass die Hörner doch relativ lang sind und damit selbst kleinere oder moderat große Nomos-Uhren an ganz kleinen Armen vielleicht etwas komisch aussehen können, weil halt die Bänder dann relativ steil abfallen. Also das ist mir bei wirklich vielen Nomos-Uhren aufgefallen, dass auch bei kleinen Durchmessern der Horn-zu-Horn-Abstand relativ groß ist. Als zweite Uhrenserie im Alphabet habe ich hier die Autobahn stehen. Alle Modelle, die ich gesehen habe, liegen bei 3.800 Euro. 41 mm im Durchmesser, 10,5 mm flach, bis 10 ATM wasserdicht, finde ich auch sehr gut. Das Ziffernblatt erinnert ein bisschen an ein Tacho. Ich denke, genau das soll der Name Autobahn auch widerspiegeln. Lag-to-Lag auch hier 49,6 mm bei 41 mm Durchmesser. Das finde ich schon, wie gesagt, relativ viel. Nomos verbaut relativ viel DUW-Werke, deutsche Uhren-Rohwerke, in unterschiedlichsten Kalibern. Das werde ich nicht jedes Mal komplett ausführen, aber das ist ein sehr häufig verbautes Werk beziehungsweise eine sehr häufig verbaute Werksgruppe, die DUW-Werke. Die dritte Serie, die ich abdecken möchte, ist die Club. Und bei der Club gibt es alles. Nein, das ist übertrieben, aber es gibt eine unglaublich breite Vielzahl an Uhren, Modellen, Größen. Preislich liegt die Club, nach dem, was ich gesehen habe, zwischen 1.080 und ungefähr 3.100 Euro. Die Größen variieren von 36 mm bis 41,5, über 39,5 und 37. Die Bauhöhe variiert von 8,2 bis 9,8. Die Wasserdichtigkeit 10 ATM, 20 ATM. Als Werk gibt es das Alpha-Handaufzugswerk, also das Inhouse-Werk von Nomos und auch DUW-Werke. Lag-to-Lag, Horn-zu-Horn,
variieren von 50,5 bis zu 52,3. 52,3 bei einer Uhr, die 41 mm im Durchmesser hat. Das ist genau das, was ich meinte. Das ist anscheinend ein ganz typisches Signature-Design von Nomos. Lange Hörner. Die dritte Serie, die ich aufführen möchte im Alphabet, wäre Lambda. Lambda, tolle Uhren, wirklich ganz, ganz feine Uhren, preislich allerdings auch richtig fein. Die Weißgold-Variante mit 42 mm Durchmesser kostet 14.800 Euro, ist bis 3 ATM wasserdicht. Die Tiefblau 15.2, die Roségold 13.8. Also richtig, richtig viel Geld. Neu ist allerdings, dass es die Lambda auch in Edelstahl gibt, als 175 Jahre Edition mit einem Durchmesser von 40,5 für 5.800 Euro. Dann gibt es die Serien, die es schon sehr lange gibt, beziehungsweise relativ lange bei Nomos, die Ludwig mit römischen Ziffern. Römische Ziffern sind nicht so ganz mein Ding, im Preisbereich um die 3.300 Euro, beziehungsweise als Duo kleine Damengröße mit 32,8 mm für 1.060 Euro. Schöne Uhr, aber auch nicht ganz mein Stil. Das ist dann wirklich nicht unbedingt meine Uhrenwelt. Aber wer sie mag, wer auf römische Ziffern steht, wird hier ganz bestimmt fündig. Die nächste Serie ist die Lux in einer Tonneau-Form. Preislich ebenfalls zwischen 13.800 und 15.800. Richtig ordentliches Geld. Die Zobel finde ich persönlich richtig toll. Wenn ich auf Dresser feine Uhren stehen würde, dann wäre die Zobel wirklich meine Variante. Und ich halte euch mal in die Kamera, was ich mir als Stichwort zur Zobel aufgeschrieben habe. Zobel, geil, 13.8. Das ist mein Stichwort, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. Und ich habe noch was aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr es eben gesehen habt. Werk Hammer. Und das meine ich so. Es ist tatsächlich ein eckiges Werk, was genau in das Gehäuse eingepasst ist und wunderschön dekoriert, wie im Übrigen alle sichtbaren Werke von Nomos. Wunderbar gemacht, mit anglierten Kanten und von Hand verziert. Sehr aufwendig, richtig schön anzuschauen. Also die Rückseite der Nomos-Uhren ist wirklich etwas fürs Auge und richtig, richtig schön und macht Spaß hinzugucken, was ganz, ganz Feines in meinen Augen. Dann als nächste Serie hätte ich hier auf meinem Zettel stehen die Metro. Preislich liegt sie Anfang 3.000 bis Mitte 3.000 Euro und das ist in meinen Augen mit die modernste Uhrenserie, die farbigste, die poppigste. Auch hier natürlich erkennbar Elemente des Bauhausdesigns. Beim Preis muss ich noch sagen, 3 bis 3,2, 3,3 sind die Stahlvarianten. Die Roségold-Variante liegt bei 7.200 Euro. Wirklich sehr modern, ein bisschen verspielt. Ich muss für mich persönlich sagen, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich die einordnen soll, ob es für mich eine moderne Interpretation des Bauhaus ist, ob es für mich ein bisschen, oder das Abwerten zu meinem Spielzeugcharakter hat. Ich persönlich habe mir über die Metro-Linie von Nomos noch keine abschließende Meinung gebildet. Schreibt mir aber gerne in die Kommentare rein, wie ihr das seht. Apropos gerne. Gerne hätte ich auch, wenn ihr in Erwägung ziehen würdet, meinen Kanal zu abonnieren, falls noch nicht geschehen. An meinen Statistiken sehe ich, dass 7 von 10 Zuschauern, die lange meine Videos gucken und auch wiederkommen, meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Wenn ihr einer der 7 seid, denkt mal drüber nach, ob ihr das nicht vielleicht trotzdem machen möchtet. Ja, Nomos hat noch weitere Serien, und zwar die Orion, die
die Tangente, die Tangomat, die Tetra und die Zürich, und die schauen wir uns jetzt einmal an. Die Orion-Modelle sind extrem minimalistisch gehalten, wirklich auf das absolut Wesentliche reduziert, und mit der kleinen Sekunde auf 6 Uhr gibt es trotzdem noch einen kleinen verspielten Hinweis, und sie sind noch etwas feiner gehalten als die Tangente oder Tangomat. Ich persönlich finde, das ist wirklich der perfekte Dresser, ganz zurückhaltend, absolutes, totales Understatement, preislich um die 3000 Euro, größenmäßig um die 40, knapp unter 40 mm, 5 ATM wasserdicht. Ich erinnere nochmal an die Aussage von Nomos, mit 5 ATM kann man mit den Uhren duschen gehen. Es gibt sie auch mit kleinen verspielten Farbvarianten, goldene Indizes, blaue Zeiger, ohne zu aufdringlich zu werden, schön dezent, wirklich sehr, sehr schön. Die nächste Variante ist in meinen Augen die klassischste und wohl auch mit einer der bekanntesten Linien von Nomos, und zwar ist das die Tangente, beziehungsweise die Tangomat. Die Tangente sind die Handaufzugsuhren, die Tangomat sind die Automatikuhren im absolut klassischen Bauhausdesign, wie wir es auch aktuell von Stova kennen, beziehungsweise auch im Vintage-Bereich von etlichen anderen Anbietern. Das ist also kein neues Design, sondern ein Design, was es schon etliche Jahrzehnte gibt und was sowohl Stova als auch Nomos heute in ihren Uhren etwas aufgefrischt, etwas verjüngt weiterverwenden. Die Tangente geht los bei 37,5 mm im Durchmesser, 1600 Euro, allerdings nur 3 ATM wasserdicht. Die verschiedenen Varianten werden dann auch etwas verspielter mit farbigen Ziffernblättern, mit farbigen Akzenten, mit unterschiedlichsten Werken, mit blauen Zeigern. Also die Tangente hat sich wirklich weiterentwickelt zu einer sehr variablen und sehr vielfältigen Uhr, bis hin zur Tangente Sport Neomatik, die dann schon gar nicht mehr so zurückhaltend ist und auch nicht mehr so stark an das Bauhausdesign erinnert, mit einem Preis von knapp 4000 Euro, Kronenschutz und Wasserdichtigkeit. Also hier eine ganz andere Uhr als die klassische Tangente, und die Wasserdichtigkeit geht hier sogar bis 30 ATM, also eine richtige, robuste Sportuhr, wobei sich robust auf Gehäuse und Wasserdichtigkeit bezieht. Die Robustheit des Werkes kann ich nicht beurteilen, da fehlt mir schlicht die Erfahrung. Die Tangomat-Modelle sind, wie gesagt, mit Automatikwerken versehen und gehen bei ungefähr 3000 Euro los, erinnern optisch an die Tangente-Modelle, sind etwas höher wegen des Automatikwerks und ansonsten im Design durchaus vergleichbar. Das vorletzte Modell oder die vorletzte Serie ist die Tetra. Tetra sind die quadratischen, die rechteckigen Uhren. Die Größe liegt bei 33 x 33 mm, klingt sehr klein, ist aber auch als Herrengröße wirklich gut tragbar. Preislich geht es bei knapp über 3000 Euro los. Und auch hier haben wir ganz klassische Varianten mit einem dezent farbigen Ziffernblatt und zurückgenommenen Zeigern, aber auch mehr bunte Varianten mit einem grauen Ziffernblatt, roten Sekundenzeiger, blauen Stunden- und Minutenzeigern. Eine große Varianz und große Breite gibt es hier mit einem wunderschön verzierten Werk, skelettierter Rotor. Da ist Nomos wirklich ganz weit vorne, meiner Meinung nach. Die letzte Variante oder die letzte Uhrenserie, die ich euch vorstellen möchte, ist die Zürich. Preislich auch über 3000 Euro, geht bei 3200 Euro los. Ist deutlich kräftiger im Auftreten als die Orion. Trotzdem ein ganz klassischer Dresser, aber Zeiger und Indizes sind etwas kräftiger, etwas deutlicher,
und die Uhr insgesamt ist auch mit 40 mm ein kleines bisschen größer. Es gibt aber auch Zürich-Modelle, die richtig viel auf dem Ziffernblatt haben, mit einer Weltzeitanzeige, sodass man hier wirklich richtig viel sehen kann. Weltzeitanzeige in Form eines Drehkreises auf dem Blatt zusätzlich zu einer Datumsanzeige. Richtig viel, preislich allerdings auch nicht ganz ohne. 4.500 € muss man erstmal für eine Uhr übrig haben. Und die Weltzeit gibt es sowohl mit hellem als auch mit dunklem Blatt. Ja, das war Nomos. Was ist mein Fazit zu Nomos? Ich habe euch einige Uhrenserien vorgestellt, habe euch zu jeder ein paar Sätze meiner Meinung gesagt. Nomos ist wahnsinnig breit aufgestellt, ohne dabei die klare Linie zu verwässern. Ich denke, man kann eine Nomos-Uhr sofort als Nomos-Uhr erkennen, ganz egal, in welches Modell man schaut, sogar bei den tonneauförmigen Uhren oder bei den quadratischen Uhren ist das Nomos-Gen sofort zu erkennen. Das finde ich gut. Ob man das Design als solches jetzt mag oder nicht, das ist eine persönliche Geschmacksfrage, aber Nomos hat eine ganz klare eigene Designrichtung und die ist wirklich absolut unverkennbar. Nomos hat mit dem Swing-System eine eigene Hemmung entwickelt, hat eigene Werke entwickelt, veredelt die Werke wirklich wunderschön, hat von 3 ATM, was ich persönlich nicht mehr wirklich zeitgemäß finde, selbst bei so flachen Uhren von nur 8 mm, bis hin zu Uhren mit 30 ATM, 300 Meter Wasserdichtigkeit, alles im Angebot, ganz feine Dresser, aber auch sportliche Uhren mit Kronenschutz, die wirklich auch Sport im Namen tragen und meiner Meinung nach zum Sport geeignet sind. Mich persönlich spricht Nomos nicht in dem Maße an, dass ich den Wunsch verspüre, mir eine Nomos-Uhr zu kaufen. Das liegt zum Teil am Design, was mir persönlich ein Tick zu edel ist. Und zum anderen auch an dem für mich persönlich nicht idealen Verhältnis von Gehäusegröße und Horn-zu-Horn-Abstand. Das mag aber jeder anders sehen. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ich verlinke euch hier oben in einer Playliste alle meine Videos, die ich gemacht habe und auch die zukünftig noch kommen werden über die Glashütte-Serie. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.